Hallo und herzlich willkommen zu Luigi's Mansion Remake. Es geht weiter. Ich freue mich so drauf, Leute. Jetzt willkommen zum neuen Part. Besetzt. Okay, da ist ja befreit. Also, ich freue mich echt drauf heute auf neuen Part. Ich hoffe, euch geht's gut und ja, es geht mir echt heute sehr gut. Mal ernst, okay. Ich habe beim letzten Mal schon mitbekommen, dass wir da oben die Schlüssel vergessen haben. Das habe ich nicht gesehen. Tut mir leid, egal. Ja, ich freue mich echt drauf, heute mit euch einen spaßigen Tag zu haben. Beziehungsweise einen schönen Part. Den Schlüssel habe ich oben vergessen, da. Den brauche ich nämlich gleich. Sofort. Komm her. Dann los, ja. Und da gehe ich jetzt hin ohne euch. Dann geht's schneller. So Leute, von heute, da bin ich wieder und jetzt gehen wir genau hier rein. Dann müssen wir auch nämlich reingehen. Und knack offen. Was für eine geile Musik. Ba, 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 Ballsaal. Der Ballsaal, okay. Ist das hier ein Let's Dance Raum oder was ist hier los? Oh mein Gott, die dancen rum. Und es gibt Scheigei-Geister. Was zum Geier? Das hat er gerade gemacht. Ist ja echt gut gemacht. Echt jetzt, ernsthaft. Also das finde ich geil, dass hier sowas wie Scheigergeister gibt, okay. Müssen wir die Masken abziehen? Ja, richtig. Okay, und danach willst du, ne? Ja, doch. Danach bestimmt abblitzen oder sowas, ja. Okay, richtig, so ist gut. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Ja, das ist geil gemacht, oder? Doch. Blitzen. Yes, nein, schade, doch nicht. Zu spät, egal. Komm her. Komm her, aufpassen. Nein, nein, nein. Jetzt komm her. Yes! Du bist down. Danke sehr. Das gerade gemacht. Also sowas finde ich gut. Ich mache mir super viel Spaß. Es macht mir so viel Spaß. So, du Geist gehst weg. Ich habe ihn doch getroffen. Was ist das für eine Scheißerei? Eine Scheißerei, egal. Es gibt mir sowas von gut. Komm her. Wie saß dich hier? Schlaumeier, ey. Oh Mann. Ich hab dich doch ge. Ja, ich hab gerade damit ein Problem, glaube ich. Geht doch, Mann, ey. Komm her, du nackiger Geist, komm her. Ich muss echt schnell sein, das muss ich noch lernen, glaube ich. In diesem Spiel, finde ich, geht alles schneller als in Luigi's Mansion 2. Also in Luigi's Mansion 2 war alles so langsam und hier ist echt gut, ey. Freue mich sehr auf jeden Fall. So dumm. Und es gibt noch mehr Geister, die uns verarschen, die wollen. Komm her. Einen haben wir noch bekommen. Und noch den letzten. Die letzte ist der hier. Komm her. Was war das gerade, ey? Okay, ja nicht. Die fand ich jetzt zum Beispiel gemein, aber gut. Was ist das denn für ein Scheiß, Mann? Die sind echt gemein, also. Aber auch geil. So, da gemacht, danke sehr. Es kommen andere Geister, okay. Es kommen andere Geister, wow.
geil gemacht. Ich war letztens so. Okay, diesen verknallt und den muss ich jetzt auseinander treiben oder was los? Okay, ich glaube schon. Ja, so ist es. Kommt ja, ihr doofen Mitmänner, komm her. Was? Doch traurig, oder? Wow, so knapp und dann habe ich sie geschafft. Okay, ist egal. Finde ich geil, ey. Hab's fast besiegt. Oh, schade, hab's fast besiegt. Da hab ich Daumen gemacht, hab ich Daumen gemacht, du nackter Kuh, ey. Du nackte, brillante Kuh, ey. Da hab ich die Daumen gemacht. Da staunst du, oder? Ja, ja, da staunst du. Ja, das hast du gemacht, auf jeden Fall. Ist da jetzt ein Schlüssel drin oder was los? Ja, ein Schlüssel da drin. Geil Scheiß. Ja, das freut mich ja sehr. Ja. Bis jetzt ein geiles Event. Und ein geiles Spiel. Ciao. Was war das denn gerade von dir, ey? Ach, schade, ey. Habe dich. Komm her. So, habe ich die Daumen gemacht. Danke sehr. Endlich Daumen habe ich die gemacht. Danke sehr. So, komm her. Boah, ich versterbe fast. Na, hier. Oh, Mann. Nein! Ah, ich könnte kotzen. Jetzt habe ich auf den irgendwas verdaut. Das Spiel ist einfach ausgegangen ohne Grund. Ach, am Arschlecken, ey. So, willkommen zum, ja, kleinen Spaß noch hier mit den Geistern. Ja, jetzt bin ich wieder hier bei euch und jetzt kann ich auch wieder aufnehmen, ey. Mein Gott, ey. Erstens, so war ich, bin gestorben. Dann. Habe ich versucht, es nochmal zu schaffen. Hat nicht geklappt bei Bio. Dann beim zweiten Mal, also beim zweiten Mal aufgenommen oder auf Screen wollte ich das nochmal schaffen. Musste ich ja nochmal alles von vorne machen, weil ich gestorben bin. Und dann musste ich halt. Dann muss ich halt das nochmal machen, weil ich halt irgendwas ausgegraben habe oder irgendwas aktiviert habe, dass das 3DS Team einfach ausgegangen ist. Einfach so. So geht's. Einfach so ausgegangen, der 3DS. Einfach so, wirklich jetzt. Na ja, gut. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auf einen neuen Part jetzt wieder weiter voran zu schreiten. Weil das war am letzten Band echt scheiße, was gerade passiert ist. Das war echt schlecht. Was gerade passiert ist, das war irgendwie sehr komisch, deswegen. Bin ich froh, weil ich jetzt weitermachen kann mit euch. Und ich glaube, ich war auch so schlecht da vorhin. Deswegen bin ich auch nicht so sauer, aber trotzdem ist es auch schwer hier. Guck mal, wie viele Geister auf einmal sind, ey. Und wenn ich sterbe, muss ich halt das machen, was ich heute schon gemacht habe. Das ist halt gemein. Ja. Und deswegen muss ich das
Nicht nochmal machen. Ich möchte es nicht nochmal machen, weil das echt gemein ist. Ach, hör auf, du scheiß Idiot. Hör auf jetzt. Gib deine Seele her. Deine Seele her. Deine Seele her, geht, du Idiot, Mann. Boah, ey. Ich bin so doof dafür, Junge, ey. Jetzt reißt mir, jetzt kann ich euch alle rausbrüten, ihr doofen Idioten. Jetzt habe ich euch alle drei. Alle zwei, sorry. Alle zwei habe ich euch jetzt. Oh, das ist was. Ist da was drin, wirklich jetzt? Da ist irgendwas. Da am Spiegel ist, da ist irgendwas. Man merkt, ob der Schalter ist. Ja, also, jetzt wird es noch toll heute, also noch ein Part. Ach, da ist irgendwas, oder? Hier. Nee. Ach, muss man drauf drücken, da? Ja, ich glaube, man muss drauf drücken, oder? Richtig, auf X. Oh mein Gott, Baby, oh mein Gott, ist das geil gemacht. Das ist geil gemacht, meiner Meinung nach. Doch, geil Scheiß. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? So was wir auch mal haben, so eine Raumvergrößerung in meinem Zimmer zum Beispiel. So eine richtig lächerliche Raumvergrößerung. Und dann mache ich mir einen halben Raum und dann rühre ich dann auf diesen Button, dann wird der größer, der Raum. Oh Mann, so was will ich auch haben. So was will ich auch so gerne haben. Okay, was passiert jetzt? Hier ist ja nix. Hallo? Hier ist nichts. Oh doch. Oh, ich hab doch das im Internet gesehen, ganz kurz. Das kann ja sein, ob ich jetzt nicht weiterkommen. Oh doch. Doch, das war's. Doch, ist alles gut. Ist alles gut, Baby Joe. Ist alles gut. Ich hab's nur ganz kurz nicht gemerkt. Und jetzt viel Spaß. Mir egal, Sequenz. Wer da, wer wagt es uns im Schlaf zu stören? Oh, so Idiot mal, Leute, so Idiot auch da. Wer verbessern die so eine Abreibung wie dein Bruder? Was hat er da auf dem Rücken? Das ist ja, geht schreckweg. Alle Deckung! Oh mein Gott, was für eine geile Sequenz. Das war eine geile Sequenz, auf jeden Fall. Oder ruf einer an. Da ruft einer an. Luigi, bist du in Ordnung? Na klar, bin ich in Ordnung. Das waren sie. Ich meine, das waren die, die all die Geister von den Gemälden meiner Galerie befreit haben. Das persönlich fiel sie böse. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, wo König Buhu und Konsorten abgeblieben sind. Sie haben sich also kreuz und quer in die Wiele verteilt. Na prima, dass sie. Hast du sie ja laufen lassen, Luigi. Schön und gut, dass du sie gefunden hast, aber vielleicht wäre es besser gewesen, du hättest diese Doofen einfach mal. Da einfach liegen lassen. Naja, egal. Was alles Schwamm drüber. Sollte es einfach jetzt jedenfalls weitergehen. Und unten im Labor vorbei schauen. Und schneiden und schauen und schneiden. Ach, jetzt komme ich wieder vom. Ah, okay. Das ist die Dutze. Das war erst die dritte Mission, oder? Ich weiß nicht. Doch, die dritte Mission war es jetzt. Okay, das war es schon. Egal. Ich habe auf dich gewartet, junger Luigi. Dein Bruder scheint. Der Buhu-Gang in die Hände gefallen zu sein. Armer Kerl, so beruhige ich dich doch. Sie werden ihn schon nicht auffressen. Frag sich nur, was aus ihm geworden ist. Oder einzigartig, dass er nicht wieder zurückgekehrt ist. Richtig, er wird gemeinhin angenommen, dass Buhus an Stärke gewinnen. Wenn du sie mehreren unterwegs sind, scheinbar können sie auch ihre Kräfte bündeln. Diese Kräfte müssen dein Bruder zum Verhängnis geworden sein. Wenn dir wirklich etwas dran liegt, Mario zu befreien, gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Du musst jeden einzelnen Buhu fangen und so die Kraft der gesamten Gruppe schwächen. Danke sehr. Buhus versteckt sich gerne, um herauszuspringen. Oh Leute, zu erschrecken, du wirst die ganz schön ins Zeug legen müssen, um sie aufzuspüren. Hihi, doch keine Sorge, du bist nicht völlig auf dich allein gestellt und auch auf allerlei gestellt. Der Gameboy Horror, den ich dir gab,
verfügt über eine geheime Funktion. Ich wusste, dass sie die eines Tages gut gebrauchen können. Deshalb habe ich sie unter höchster Geheimhaltung entwickelt. Die Rede ist vom einzigartigen Buhu-Radar. Der Buhu-Radar blinkt rot, wenn sich ein Buhu in unmittelbarer Nähe versteckt hält. Mit seiner Hilfe kannst du alles absuchen, Luigi. Oh mein Gott, wie alt ist das denn, ey? Oh mein Gott, so weit, so gut, Kleiner. Doch eines nach dem anderen. Behalte einen kühlen Kopf und kümmere dich schön der Reihe nach um jeden einzelnen Buhu. Es läuft wie geschmiert, wenn man das Zusammenspiel von Bewegungssteuerung und Spielbett beherrscht. Das sollst du nie vergessen. Nie, nie, nie im Leben. Was soll es hingehen? Wo soll es hingehen? Ich sag immer das Falsche, ne? Ich sag immer was, aber wo ist richtig? Ach, egal. Diesmal gucken wir uns mal die Sequenz an. Ganz kurz. Einmal auf Spaß. Okay. Geh weiter. Okay, gut. War ja nur ganz kurz, war ja halt nur ganz kurz. Okay. Also, echt geil. Also, das Spiel ist echt gut bis jetzt. Fällt mir echt sehr gut. Also, ich brauche 50 Geister. Oh, nee, ey, ernsthaft jetzt. Ich muss 50 Geister suchen gehen. Oh, das wird vielleicht langweilig sein. Ich guck mal. Ich guck mal, wie es mich interessiert. Oh, bitte nicht sowas. Ich mag sowas nicht so gerne. Ich mag sowas nicht so gerne, wo man so viele Sachen machen muss. Aber muss ich halt machen. Naja, gut. Dann ist es halt so. Ich muss Geister finden. Okay, dann ist einer schon mal hier. Achso, Buhus. Ach, sorry, Buhus. Okay. Tut mir leid, habe ich falsch verstanden. Ich muss Buhus sammeln. Buhus. Okay. Mario. Wer ist denn da? Hier werde ich gehört. Bei Splinter ist auch einer hier. Mario. Ich hör schon so Buhus, aber ich finde dich nicht. Ich weiß es gerade nicht, tut mir leid. Hieß einer, ich merke schon, hieß einer irgendwo. Ja, da ist einer drin, aha. Du hast Gameboy. Gameboy, muss man sagen. Oh, das war gemein. Ich habe es aber geschafft, dich zu besiegen. Du Trottel, die krieg ich schon. Das war gemein, aber es war geil. Wo sind wir jetzt? Habe ich ihn mir jetzt da freilassen? Okay. Ja. Der ist wieder reingegangen. Der Trottel. Ich verstehe schon. Ich muss mir jetzt so ein bisschen merken, irgendwie. Hä? Verstehe es gerade nicht. Was ist das denn gerade gewesen? Hä? Jetzt ist er wieder weg, was ist denn los? Ja, ich hatte doch jetzt gerade am Geist gehabt, oder nicht? Ich verstehe es gerade irgendwie gar nicht mehr. Also, das Spiel ist nicht einfach bis jetzt.
Oder ist er abgehauen, der Geist? Ich weiß es nicht, kann das sein? Also ich habe jetzt sowas ähnliches bekommen wie ein Geistsucher und jetzt muss ich suchen gehen. Gemälde drin, im Gemälde vielleicht? Ja, bestimmt, oder? Ne, hier irgendwo. Da. Ja. Da vielleicht drin? Ja, da, okay. Haha, ich. Ja. Ah, okay. Sorry, wusste ich nicht. Die bekomme ich schon, du Ratte. Die habe ich bekommen. 50 Stück muss ich davon haben. Ach du Scheiße, ey. Hoffentlich brauche ich jetzt nicht alle in die Kapitel. Ich hoffe, 50. Also, hoffentlich nur 50 insgesamt und nicht jetzt hier im Kapitel 50 Stück. Das wäre super lang. Das Kapitel dann. Weil ich will halt nicht das ganze Kapitel dann noch 50 Geister suchen. Das ist dann doof. Ja, gibt's denn sowas? Du hast bereits deinen ersten Buhu gefangen. Ich habe diese Fieslinge untersucht. Nun, diese Buhus scheinen nicht gerade zu mögen. Wofür ist sicher die letzten, also davon, gerne Spaß haben. Ein Folgerichtung müsste man nur alle Relichter der Villa einschalten, um schnell möglich alle Buhus zu finden. Was hältst du davon, Kleiner? Okay, du kannst mir jetzt den Buhu schicken, um mir deine sämtlichen Daten zu senden. Okay, gut, dann speiern wir eben. Gib acht, Luigi. Okay. Ja, ich würde sagen, machen wir gleich weiter. So, jetzt geht's weiter. Willkommen und es geht los. Mit dann, ja, mit weiteren Sachen hier von Luigi's Mansion. Für Nintendo, ja, 3DS, let's go. Hier ist ein Buch. Wo denn? Da, hier. Aha, da ist einer drin. Wo sieht doch? Komm her. Ich bin Turbo. Ich bin schon weg. Nein. Da bist du ja. Komm her. Das war gemein. Also ich finde das irgendwie gemein, das Spiel, aber es macht Spaß. Hey, du bist ein Todetalent. Mit dem Schreckweg nur nach 16. Okay, du kannst mit dir jetzt Buch schicken und mir deine sämtlichen Daten senden. Danke, brauche ich nicht. Dankeschön. Es war wütend, aber es macht Spaß. So. Wo ist ein Geist? Also man merkt, hier gibt es überall Geister. Das freut mich ja sehr. Eine Fake-Kugel. Habt ihr bekommen, Pech gehabt. Gibt wohl hier in jedem Raum irgendwie ein Geist, das freut mich irgendwie sehr. Das sind Lampe, hallo. Verreck. Also irgendwie gefällt mir das nicht mehr hier mit dieser Geister. Erkundung, das nervt mich irgendwie so ein bisschen. Ich versaut irgendwie alles gerade. So, hier ist noch ein Geist. Bitten hier. Scheiße. Deiner? Ja, hier ist richtig. Das ist ein bisschen doof gemacht, aber es macht Spaß. Es macht schon ein bisschen Spaß. Es macht schon ein bisschen Spaß, aber nicht so viel Dolle. Aber trotzdem ist gut. Das geht auch im Sack. Also das ist der dritte Punkt.
verfickten Idioten haben die ausgedacht, dass man den Idioten jeden bei jedem fucking Geist anrufen soll. Ich hasse euch, ihr Idioten, ey. Ich hasse den wirklich, ey. So, jetzt macht ehrlich mal Sinn. Die Nerven-Idioten geben auch im Sack. Und er sagt, na gute, hier geht was. Du hast bereits 5 Buhus gefangen. Du scheinst ein echtes Gespür für diese Wilde zu haben. Ich verstehe, dass du die Sorge um deinen Bruder machst. Keine, aber du hast doch alle Zeit der Welt. Also mach dir mit nichts im Hemd. Ach ja, übrigens musst du auch eigentlich auf die Toilette. Das erleidet manchmal ungemein. Ach, die Toilette. Geil. Wir können in der Toilette rein. Oh mein Gott. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich habe euch erlebt, Leute, und ich mache jetzt dieses Video ja, ein bisschen länger als sonst. Aber auch nicht so lang wie immer. Wie fast immer. Also bis zum nächsten Mal. Und ich habe euch sehr lieb, Lollies. Peace out.